In Griechenland haben wir eine echte Tragödie. Wie ist eine Tragödie definiert? Sie ist dadurch definiert, dass es keine Lösung gibt. Das heißt, der Protagonist hat verschiedene Handlungsalternativen und die enden alle schrecklich. Was sind die drei Handlungsalternativen für Griechenland? Erstmal können wir Griechenland dauerhaft mit immer neuen Rettungspaketen finanzieren, sodass der Überhang der Importe über die Exporte mit öffentlichen Geldern Jahr um Jahr finanziert wird, so wie wir das hier jetzt machen. Das bedeutet, wir kriegen eine Transferunion, denn heute ist schon klar, dass die Griechen nicht in der Lage sein werden, ihre Schulden zurückzuzahlen. Und erst recht nicht, wenn das jedes Jahr mehr werden. Das ist für die Griechen vielleicht noch erträglich, für uns aber schrecklich. Die zweite Variante ist, man tritt aus dem Euro aus und wertet ab. Das hat den Vorteil, dass man dann schnell wettbewerbsfähig wird. Und wenn Griechenland billiger ist, dann erscheinen aus der Sicht der Griechen auch die Importe als sehr teuer. Dann kaufen sie nicht mehr so viele Importgüter. Das wäre eine Möglichkeit, die Außenhandelsdefizite wegzubringen. Aber schrecklich ist das insofern, als wenn man das ankündigt, die Leute sofort ihre Bankkonten versuchen zu räumen, um ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Da aber keine Bank das Geld hat, von dem sie behauptet, sie hätte es, ist die Bank dann pleite. Das gilt weltweit, nicht nur in Griechenland. Also ein Bankrun zerstört sofort die Banken. Man müsste das, wenn man sie austreten lassen wollte, verbinden mit einem Bankenrettungsprogramm für Griechenland. Und die dritte Möglichkeit ist, man macht dasselbe innerhalb des Euroraums. Man wertet real ab, wie der Volkswirt sagt. Man kürzt die Löhne und Preise. Nach unserer Rechnung müsste Griechenland um 20 bis 30% billiger werden, um dadurch die Wettbewerbsfähigkeit wieder zu erlangen. Aber machen Sie das mal. Reduzieren Sie mal die Löhne und Preise um 20 bis 30%. Sie müssen Tausende von Lohnkontrakten umschreiben. Sie müssen Millionen von Güterpreisen senken. Der Widerstand ist grenzenlos. Die Gewerkschaften werden auf die Straße gehen, werden das Land in den Bürgerkrieg treiben. Die Politik scheint aber diesen Weg des Sparkurses für Griechenland für möglich zu halten, denn so wird es suggeriert, dass es offenbar gehen soll. Als Ökonom sage ich, das geht überhaupt nicht. Dieser Weg, den die Politik sich hier ausgedacht hat, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Der Unmöglichkeit, ich sage das in aller Deutlichkeit. Denn das ist letztlich die Brüningsche Politik. Das, was Deutschland von 1929 bis 1933 gehabt hat, dass die Güterpreise um 23% gefallen sind und die Löhne um 30%. Das hat uns an den Rand des Bürgerkriegs getrieben und Sie wissen, welche politischen Implikationen das hatte. Keynes hat daraus geschlussfolgert, der das als erster wissenschaftlich analysiert hat, eine reale Abwertung in diesem Umfang ist unmöglich. Und sein Widersacher Friedman, der auf der anderen Seite stand, hat ebenfalls ihm beigepflichtet, es ist unmöglich. So. Und da können Hunderte von Politikern das Gegenteil behaupten, es ist gleichwohl unmöglich. Dieser Weg geht überhaupt nicht. So, dann haben wir also nur noch die Wahl zwischen einer Transferunion. Wir bezahlen den Griechen permanent den Lebensstandard, den sie heute haben, der über ihre Exportleistungsfähigkeit hinausgeht. Oder sie treten aus. Und für mich ist das klar, sie müssen austreten. Ich würde Ihnen das jetzt nicht unbedingt nahelegen. Also sagen wir mal so, es ist für die Griechen besser. Es ist wirklich für die Griechen besser.